Was ist eigentlich da unten? Das sieht irgendwie aus wie ein Brunnen, der rot ist. Blutrot. Tja. Hier in die Richtung gibt es eigentlich nichts. Toll, dann kann ich wieder zurücklaufen. Besser nicht als zu viel. Besser, nein. Man sagt, man müsste es eigentlich anders sagen. Besser viel anstatt zu wenig. Besser viel anstatt nichts. Genau. So sagt man das. Und ich kann es nochmal sagen, was mir gerade wieder einfällt. Schreibt mir Kommentare, alles mögliche, Nachrichten, alles. Wie gesagt, ich lese alles. Viele sagen, denken eigentlich, ich lese es nicht, aber ich lese wirklich alles. Und vieles beantworte ich auch. Bekommt man nur nicht so mit. Weil ich nicht alles beantworte. Ja, nicht alles beantworte. So. Weiter im Geschäft. Wir haben weitere Areale erreicht. Können jetzt hier runter. Ich weiß zwar nicht, wo wir hinkommen. Wir sind aber schon im Schloss. Das ist schon mal sehr gut. Das ist zu schwer für mich. Das ist zwecklos. Ich komme mit Jenny. Mann, ey, du bist doch... Ey, was ist nur Pfeife? Wo muss ich nochmal lang? Da unten kann ich noch nicht lang. Gut. Jetzt bin ich wieder draußen. Nach unten kann ich auch nicht. Okay, verständlich. Aber... Hey, warte mal. Den ganzen anderen Weg konnte ich auch nicht lang gehen. Aber da vorne habe ich doch mal was... Habe ich doch was gesehen. Da ist doch Wasser runtergeplätschert. Von hier. Man muss immer auf Kleinigkeiten achten. Das hat immer was zu bedeuten. Ob das wirklich viel was zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Aber man kann auf jeden Fall hier lang. Und ich brauche hier nichts. Und da ist eine Leiter nach oben. Yeah. Also, wie falsch bin ich also doch nicht gelaufen. Und kann hier hoch, wo das Wasser abläuft. Na? Springst du jetzt hoch? Ja, du springst hoch. Und sind irgendwo im Turm. Wo sind wir? Hallo? Karte? Karte. Oh! Ich muss sogar hier hin. Seht ihr? Wurde ja erstmal nicht angezeigt. Ich glaube nicht nach unten. Ich glaube immer weiter nach oben. Ich glaube, ja, irgendwo war das mit oben. Oben musste irgendwas sein. Deswegen laufe ich einfach nach oben. Du schaffst es, Kree. Du schaffst es. Lauf! Lauf! Und er ist ganz oben. Und durch die Tür, bitte. Das Labor. Was ist hier? Das sind doch ihre Armschütze. Und was ist da? Jen. Jen, bist du das? Hey Rocky, bin ich froh, dass du da bist. Geht's dir gut? Wiener Ölsardine. Aber er hat dir nichts angetan. Abgesehen von dem Kasten mit Nägeln, in den er mich gesteckt hat? Nein! Er war der perfekte Gastgeber. Gut, okay. Halt jetzt ganz still. Hey, danke, Skre, wäre ich nie drauf gekommen. Tut mir leid. Hat er... Er hat dich direkt hierher gebracht, nicht? Er hat nicht... Er hat mich nicht angerührt, Skree. Ich glaube, er wollte mich für später aufheben. Nett, dass du dich sorgst. Nein, er hat sich plötzlich über meinen Armschutz aufgeregt. Er nahm ihn mir weg und hat mich hier eingesperrt. Na gut, jetzt suche ich meine Armschützer und hau ihn kräftig aufs Maul. Nur langsam, Jen. Mal sehen, ob er immer noch klug schwätzt mit einem Nagel im... Äther ist ein schlimmer Ort, Jen. Du kriegst deine Rache.
Sicher, er ist ein Vampir, ein Sadist und ein Massenmörder. Aber er scheint auch ein beachtlicher Forscher zu sein. Toll, dann schüttel ihm doch die Hand und tausche Aufzeichnungen mit ihm. Ich sage doch nur... zu. Ja, ich sah, wie er abschloss. Wir müssen ihn öffnen. Aber wenn Raum den Schlüssel noch hat, haben wir ein Problem. Ja, gut, an die Armschützer kommen wir leider noch nicht. Weil, wegen ist so, nein, weil es abgeschlossen ist. Ich muss erstmal, die Armschützer finden. Die Armschützer sind ja da, ich meine, den Schlüssel muss ich finden. Wo war der denn gleich nochmal? Da müsste ich echt nochmal auf die Karte gucken. Ich kann hier auch ein bisschen was kaputt machen. Die befreie ich. Brauche ich nicht befreien. Warum immer? Das wäre auch mal schön, wenn ich die befreien könnte. Aber ich mach's nicht. So. Auf die Karte gucken. Bitte. Und es zeigt mir wieder nichts an. Nicht ein bisschen zeigt mir das an. So. Ich frage, so. Hast du eine Ahnung, was wir jetzt machen sollten? Wir brauchen den Schlüssel, um an deinen Armschutz zu kommen. Ja, die Schlüssel. Die Schlüssel. Wo sind die Schlüssel? Weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal los. Jen müsste dann hier bleiben. Und ich versuche mal die Schlüssel zu suchen. Da müsste ich, glaube ich, wieder ganz nach unten. Und eventuell kommen die dann da. Läuft sie mir jetzt hinterher? Ja, sie läuft mir hinterher. Na super. So. Da ist nicht der Schlüssel. Da ist auch nicht der Schlüssel. Da auch nicht. Hier geht's irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wo es hier hingeht. Die Zimmer des Grafen sind im Ostflügel. Die Zimmer des Grafen sind im Ostflügel. Ja, und? Dann könnten wir doch fast in der Nähe sein. Oh, ich habe die Tür habe ich geöffnet. Und kann wohin? Ach, genau. Kann nach hinten hin, weil da ist ja das Tor, was ich nicht aufmachen konnte. Zum Speisesaal. Ich glaube, das war ein Speisesaal. Seht selber und staunet. So. Die Ecke gebogen und kommt zum Tor. Und immer weiter in dieser langen Stunde der Verzweiflung des Guten gegen das Böse. Und wir kommen immer näher zum Tor der Liebe. So. Und sind da. Kannst du mir mal helfen? Kannst du mir mal helfen? Aber selbstverständlich kann ich dir helfen. Und es wird gestoßen. Aber ich glaube, ich laufe trotzdem mal mit Jen. Ist viel cooler mit ihr, als mit diesem kleinen Skreda. Und einen Essenssaal, ich wusste es. Ach so, und was wir natürlich auch mitbekommen haben, ist, es gibt noch einen Ball und da kommt auch noch was Besonderes. Also, seid gespannt, bis es wieder heißt, ein Ball... in diesem Bereich. So, wo kommt denn alles hier hin, ey? Die kriegen wir nicht auf. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Alles klar, dann suchen wir uns den anderen Weg. Wenn du willst. Oh, hier ist eine Truhe. Skree, was für dich? Du machst nicht? Okay, dann mache ich für dich.
So, er saugt sich nochmal die Energie des Steins ab. Jen steht einfach nur reglos daneben. Hier vorne war ja noch was zum Aufmachen. Da gehe ich jetzt aber auch hin. So. Scheint Mist. Zu zu sein. Da müssen wir muss man anders hineinkommen. Alles klar. Okay. Ich wollte sowieso hier nach oben. Ich brauche euch nicht. Yeah. Spiegel. Und wir sind im... Boah, was ist das denn für ein Bett? Bei denen... zu Hause. Skree, was für dich? Mach doch mal. Du machst ja gar nichts. Gut. Schlüssel suchen. Schlüssel suchen. Müssen wir nicht hier lang? Nein, das war bis jetzt der einzige Weg. Der Typ ist ja ein echter Modefreak. Wetten, dass bei den Köpfen auch ein Schneider war, der ihm den falschen Schwarzton verpasst hat? Der Schlüssel wird kaum in ihren Kleidern sein, Steinhirn. Nein, ich fürchte, er hat ihn bei sich. Aber vielleicht habe ich einen Plan. Heute geben Raum und Emposa einen Ball. Einen Maskenball. Ja? Yippie. Wenn doch nur einer von uns an ihn herankommen, ihn etwas ablenken und den Schlüssel stehlen könnte. Die Art von Ablenkung und Körperkontakt, die man beim Tanzen hat, um ein Beispiel frei aus der Luft zu greifen. Hör auf zu greifen. Ich werde es nicht machen. Was machen? Das Kleid anziehen, mich als Wraith verkleiden, mit dem Grafen tanzen und ihm den Schlüssel stehlen. Was für ein genialer Plan. Ich sagte nein. Wenn der Plan so toll ist, zieh du dir ein Kleid an und versuch's. Wenn du natürlich nicht in der Lage bist, die Rolle einer feinen Wraith-Dame zu spielen, ist der Plan tatsächlich nutzlos. Tja, hast du einen besseren Vorschlag? Her damit. Dem gebe ich seine feine Wraith-Dame. Es wird bestimmt toll. Ich sah eine junge Dame, die unbedingt eingeladen werden wollte. Exklusive Gästeliste, was? Ich sag, ich gehöre zur Band. Mann, ist das eng! Oh. Ich glaube, du hast oben und unten verwechselt. Du musstest wohl doch spannen, was? Solche Anlässe haben natürlich ganz eigene Umgangsformen, bestimmte Regeln, Vorschriften, Gesetze und anerkannte Verhaltensmuster, die... Du denkst wohl, ich weiß nicht, wie eine Lady sich benimmt. Na, das geht doch. Warte nicht auf mich.